Sangen die Fans des HSV beim letzten Heimspiel der Saison, als der Gegner wieder einmal eine 2-Minuten-Strafe kassiert hatte. Damals stand noch nicht fest, wie es für die Hamburger weitergeht und der Song wirkte wie ein bitteres Omen. Doch von wegen, denn nun steht fest, der Handballsportverein Hamburg muss sich nicht aus der Handball-Bundesliga verabschieden, sondern darf auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse antreten. Bereits in der vergangenen Woche entschied das Schiedsgericht in Hannover, dass der Lizenzentzug der HBL nicht rechtens war. Sie sprachen dem Verein die Lizenz zu, knüpften diese aber an eine Bedingung. Der HSVH sollte bis Mittwoch, den 5. Juni, 20 Uhr, weiteres Geld überweisen. Eine Deadline, die von den Hamburgern selbst vorgeschlagen wurde. Und das Geld ist dieses Mal wohl rechtzeitig auf dem Zielkonto eingegangen. Das heißt, die Hamburger werden auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Anders sieht es beim Bergischen HC aus. Der Verein steht seit der 30-40 Niederlage vom vergangenen Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt als Absteiger fest. Hätten die Hamburger die Lizenz nicht bekommen, wäre der BHC nicht abgestiegen. Dementsprechend können sie die Entscheidung des Schiedsgerichts nicht nachvollziehen. In einer Stellungnahme auf ihrer Webseite erklären sie: Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist für den BHC nicht nachvollziehbar. Die eigenen Wirtschaftsprüfer des HSV Hamburg haben seit Dezember 2022 mehrfach festgestellt, dass der HSV Hamburg die für eine Teilnahme an der HBL erforderliche Liquidität nicht erfüllt. Diese Erkenntnis hat sich die HBL in ihrer Lizenzierungsentscheidung im April 2024 letztlich angeschlossen. Doch das Schiedsgericht hat anders entschieden und dem Handballsportverein Hamburg die Lizenz zugesprochen. Doch der Absteiger gibt den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht auf. Sie haben ihrerseits bereits Schiedsklage eingereicht. Auch eine Schadensersatzklage soll im Raum stehen. Es steht also noch nicht fest, wie es für den BHC weitergeht. Der Handballsportverein Hamburg hingegen kann aufatmen und wird auch in der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga spielen.